Ehrlich? Ja. Ja gut, das, was Pavel heute Morgen getrunken hat, das war ja überhaupt gar nichts, ne? Das habe ich nicht mitbekommen. Hamilton. Lewis Hamilton? Hm, habe ich auch gedacht, dass das er... Das Ding... Das ist so geil, das Zeug. Ah, das ist... Also, ihr leidet an Geschmacksverdorung. Ganz ehrlich. Saure Hamilton gestern, da war. So. Ja, lassen wir mal kurz den Zustand des LKWs kontrollieren. Kurz hier noch die Reifen, das passt. Der Rossi. Manu, das kannst du gerne im Ding mal sagen, im Pavel, ey. So, wohin wollen wir denn fahren? Ja, guck mal einfach, oder? Ich nehme einfach denselben Auftrag an. Ah. Nee. Wo bist du jetzt rausgegangen? Auf? Ja, ne? Genau. Ich führe das dann einfach. Selbe Richtung. Hä? Jo. Aber nach Stuttgart, bitte. Das passt ja richtig gut. Dann können wir nämlich direkt mal den nach den den Ding wechseln. Nach Stuttgart? Nach Studi. Jupp. Altkunststoff. So Alteisen wie mich da, ne? Altkunststoff, oh ja. Ja, perfekt. Alteisen. Hau weg die Scheiße. Nein, das ist ja beim Status, wie man hört. So. Achse hoch. Jetzt muss ich die Folge mir dann später auch nochmal runterladen. Ne? Hab vergessen, den Aufnahme-Button zu drücken. Scheiß drauf jetzt. Ja, mei! Schönes Ding! Wie hast du denn jetzt... Wie hast du denn jetzt das jetzt hinbekommen? Doch fertig. Ich habe einfach den Auftrag nicht bei dir angenommen. Ich habe denselben aus dem Fachmarkt genommen. Okay. Krass. Oh my. Geiler Scheiß. Ja, der sieht schon gut aus, ne? Aber geiler Scheiß. Ein anderer LKW vielleicht. Ja, ist ja kein Problem. So. Ach du Scheiße, die haben ja... Ach ne, ist ja Flughafen, das war ja was anderes. Okay. Wollte schon gerade sagen. Jo. Oh. Ey, das freut mich jetzt aber wirklich, dass das geklappt hat. Wirklich wunderbar. Aber Fanta, ganz kurz, was hältst du von dem Voice-Mod? Gut. Ganz ehrlich, ich hätte das Ding auf Bits umgestellt. Auf Bits? Ja. Für so und so viele Minuten, dann Bits. Ja. Weil sonst, wenn du das auf Kanalpunkte machst und da kommt irgendein Toller, der hat ja, dann weiß ich, vier Punkte und dann spielen die damit nur rum, das ist ja auch kacke.
Ja, es geht vor allem, wir müssen ja noch gucken, was wir dafür stimmen, weil das Stormtrooper, da verstehst du gar nichts. Richtig. Beim Sentinel kannst du überhaupt alles vergessen. Und wie gesagt, ich habe das wirklich schon mit Pop-Up-Schuss oder ohne. Ich habe schon, ja, 50 Aufnahmen, Tonaufnahmen probiert. Also, das ist schon. So. Wie, du hast einen besonderen Status bei Pavel. Ne? Nein, 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 das wird nein. Wer hat das gesagt? Ich, Der also. Manu? Ah, weil ich erwähnt habe, ey. Aha. So, ich wäre soweit und du? Ja, ich bin soweit. Alles klar. Warte mal kurz. Ah. So. Schön. Besonderen Status hier. Auf einmal kommt der Pavel in den Chat. Was ist hier los? Ich habe mir auf jeden Fall sein letztes Video angeguckt, ne? Warum? Gute Frage. Doch, Pavel, der hat seine VODs an. Nee. Nein? Hat er die letzten keine veröffentlicht? Nö. Okay. Muss man heute Abend mal fragen. Muss man das immer selber veröffentlichen oder macht das Nee, nee, das Twitch muss. alleine? Das musst du immer selber veröffentlichen. Ja, vielleicht hat er da keinen Bock drauf gehabt. Nach dem Stream immer, ja, das geht mir meistens genauso. Ich habe mir das schon angewöhnt. Sobald ich einen Stream fertig habe, haue ich direkt auf Veröffentlichen drauf und morgen früh lade ich mir deinen ganzen Stream runter. Ja, und dann schneide ich mir die ganzen Videos einfach zurecht fertig. Also für einen Samstag quasi. Immer Ja. zurecht. Dass für YouTube quasi das Ganze dann ein bisschen was zu hören ist. Fanta, ich sag da ganz ehrlich, die Bits, die sind heftig. Was? 50 Bits für eine Minute. Kannst du das nicht weniger einstellen? Ich meine, ist ja auch deine Kohle, ne? Ja, das ist ja gerade. Aber letztendlich musst du das wissen. Na gut, also wir wissen, Sentinel und der Stormtrooper, die fallen raus. Ansonsten klappt es wunderbar mit dem Teil. Tempomat steht bei 86, ne? So, und dann auf nach Stuttgart. Lukas, mein Lieber, Dankeschön für deinen Raid. Warum kommt hier kein Alert? Doch, er kommt, aber. Nein! Jetzt weiß ich, was das Problem war. Oh mein Gott! Erstmal willkommen, ihr Raiders. Schön, dass ihr da seid. Einmal ein Shoutout und ein SO, bitte. Hat. Dein Jubel, Lukas. Nach 11 Stunden Livestream, ja. Marci, Hallöchen. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Und auch dir erstmal einen schönen Mittwoch. Schön, dass du da bist. So.
hoffe, euch geht's gut. Ach ja. Oh, ist ja nicht schlecht, Lukas. Jo, mir geht's soweit eigentlich ganz gut, fand er dir so. Ich bin eigentlich recht zufrieden. Das ist schön. Was steht denn bei dir heute noch so an, Marci? Ich jetzt auch. Ja, Lukas, das glaube ich, der 11 Stunden Stream. Da bist du auch ganz schön kaputt, ey. Sag mal, wer ist jetzt ein Elefant, der rennt, der rechts bei mir? Nix mehr, okay. Fanta, bist du noch da? Ja, ja. Okay. Ich gehe jetzt einfach mal in die Eisen, weil dieser komische Vogel da neben mir. Etwas Komisches. Ja, jetzt biegst du auf einmal ab, du komischer Chaos da. Mann, Mann, Mann. Heute nur haben sie zwei. Ja, das ist doch toll. Das ist doch schön. Ja, morgen früh machen wir 3 Stunden Omsi. Das heißt, da gucken wir, dass wir mal ein paar Aufnahmen machen. Weil heute schaffe ich nur 5 Stunden Stream, weil wie gesagt, um 8 Uhr kommt dann Johannes. Und dann wollen wir die Aufnahmen noch machen. Weil ich habe noch Aufnahmen. 6. bis 8. Folge. Dann auch den Stream da. Wo wir zwei... Ich habe ja noch aufgenommen, wo wir noch dran... drin waren, Daniel. Bitte? Da, wo wir noch auf der Force Map gearbeitet haben, da habe ich auch noch ein paar Aufnahmen. Oha. Ich muss doch gucken, weil das wären dann die 13. bis zur 15. Folge. Wenn wir heute Abend dann machen. Ja, ich nehme die am Stück auf, weil wie gesagt, begrüßen, da lasse ich kurz so einen Text einblenden und tschüss. Bitte so das Individuelle. Ey, Manu, guck dir diese Folgen bitte nicht an. Der guckt sich generell keine, nicht so die Videos von mir an. Ach, Gott sei Dank. Das weiß ich. Der guckt sich ja die... Er guckt sich einmal die Streams an. Es sei denn, es ist noch was von jemand anderem dabei. Aber ja. So ein komischer Bekloppter wie mich da fährt. Ne? Ah, was haben wir denn noch an dem? Naja. So, hier dürfen wir schon wieder rechts abfahren. Oh, und der nächste Red flattert hier schon rein. Hi, 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 Keksi, meine Liebe. Schön, dass Keksi du da bist. Dankeschön für deinen lieben Raid. Zuschauern gerätet. Danke für deine Neugier. Gott, das fahre ich ja gleich wieder auf... Ja, schön. Habt ihr noch weiter gemurmelt? Jawoll. Dein Applaus, meine Liebe. Dein Applaus. Dein Fanjubel hier. Ja, moin. Schön, dass ihr da seid. So. Da kam da noch einer von oben. Huni, moin, schön, dass du da bist. Und dann war noch der liebe Jack. Schön, da auch an dich. Schön, dass du da bist. Meine Liebe. Jo. Huni unterstrich official unterstrich folgt uns. Und viel Spaß mit der Community. Schön. Oh ja, guck mal an. Er fliegt ja im Mods durch die Gegend, ey. Schön, schön. Ja, habt ihr noch weiter gemurmelt oder habt ihr noch was anderes gezockt? Ich war ja noch vorhin noch dabei.
schön. Hoppala. Das Murmeln wäre ja auch mal eine geile Idee. Wir fliegen uns durch die Gegend, ja. EY, du Pappnase, Überfall. Und heute habe ich gesagt, nur murmeln, du taube Nuss, LUL. So. Oh, ja, ich weiß. Liebe Keksi, das darfst du mir nicht böse nehmen. Ich bin nur verpeilt vom letzten Stream. Ah, der hat's ganz schön knackig in sich gehabt, ey. Du kennst doch den Sascha at Keksi_Krümmel. Ja, ja. So verpeilt wie heute ist immer wieder ein schöner Leib. Haha, vergiss es. Das fangen wir echt gar nicht an, ey. Sonst kriege ich gleich noch ein Lachflash wie vorhin beim Voice-Mod, ey. Freunde, lieber nicht, ey. Ah, leck mich in den Tisch. @28 Manuel 12, dabei hab ich nie nix gemacht. Haha, nie? Nie und nix? Naja. Mann, oh Mann, da wette, da verrückte Pfannmann. Ach du liebe Güte. Ich hab heute noch keinen Kaffee getrunken, noch kein Energy zu mir genommen. Nur zwei Gläser Cola, wo wir vorhin essen waren. Ja. Hey, hau weg die Du hau. Weißt ja, wie das so ist, mit doppelten Verneinungen, Pekeksi. Hau weg die Scheiße. Alter, ey. Mama. Ey, Wolf, warst du tanken oder wo bist du denn? Nö, ich habe mich extra zurückfallen lassen, weil du fährst mir zu langsam. So kann ich dauerhaft Vollgas fahren. 86 ist doch Vollgas. Nee, 90. 90? Echt? Was war denn das? Hammer, vor allen Dingen, du fährst so viele Schlangenlinien, ich habe Angst, dass ich wieder einen Unfall habe. Bist du gerade an mir vorbeigezogen? Nein, ich bin hinter dir. Deswegen bin ich gerade zusammengezuckt. Hoppala. Fanta will eigentlich sagen, dass du Schlangenlinien fährst und nicht, dass du zu langsam bist. Na gut, ich fahr jetzt mal ordentlich. Mach die Augen zu. Nee. Ja, naja. Ach, Entschuldigung. Oh. Ja, man merkt schon wieder. Mann. Da hast du aber wieder vor. Naja, aber wie gesagt, ungeschnitten, so gehen die Videos natürlich, also gehen die Streams bei YouTube rein. Ey. Immer pro Tour. Habt auf jeden Fall gerne mal euren Spaß. Checkt auf jeden Fall mal in der nächsten Zeit oder in den nächsten Tagen meine Website, Twitter und Co. ab. Weil da werde ich auch noch was Neues hinzufügen. Eine neue Playliste von von Pavel, der zockt nämlich auch LS und da füge ich nämlich auch noch ein bisschen was hinzu. Und nächste Woche, der 26. wird kein Stream stattfinden, nur dass ihr Bescheid wisst. Der 26. der dürfte nämlich dann ein Dienstag sein. Und, wow, am Mittwoch, der 27. bin ich auch nicht. Also wenn, dann wird er spontan abends stattfinden, aber dann wird er halt nur
für ein paar Stunden gehen, ne? Also. Weil mein Vater kommt da vorbei und um 26. habe ich halt einen Termin noch bei meinem Berater. Den komischen. Ach verdammt, ich muss ja jetzt hier lang fahren. Ich vergesse es immer wieder, ey. Achtung. Hüpf doch mal rein. Ach, da kann man gar nicht lang fahren. Oha, siehst du das? Unglaublich. Der Oktober, der September bis heute wird, der wird teuer am Schaden, ne? Ah ja. Ja, war schön. Werbung über Website und soziale Medien und so ein ganzer Kram. Aber ordentlich fahre, das kann er nicht, ne? Der komische. Alles macht der Sascha kaputt. Ja, ich weiß, man. Ich habe ein bisschen was am LKW verändert. An der Stabilität. Dass, wenn du ein bisschen reinlenkst, quasi die Force-Feedback-Stärke merkst, aber auch dann ein bisschen das Führerhaus ein bisschen wackeln tut, ja, also ein bisschen mehr Bewegung drin hast. Wie es halt draußen ist. Weil ich hatte vorher beides komplett auf rechts gehabt. Also Steifheit, ne? Und ja, da ging gar nichts mehr. Das hat mir halt auch nicht mehr gefallen. Deswegen bin ich mich dann noch so ein bisschen am Eingrooven. Er hat was am LKW verändert. Nicht viel. Nur Kleinigkeiten. Sind halt einfach viele kleine Beulen und Dellen. Scheiße. Ja, toll, weißt du? Und diese schönen Vorlagen, liebe Zuschauer, die kriegt ihr auch auf Twitch. Auf YouTube ungeschnitten. Also. Ja, ist wie heute Nacht, ne? Kriegst du tolle Vorlagen. Manu, der macht mit. Der nutzt die Dinger aus, ja. Ah ja. Warum bremst du? Ich brauche eine Vorbeiaufnahme. Der hat doch schon eine Delle am Kopf, Manu, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Jetzt musst du mir doch die Aufnahme versauen, du bist mir doch solcher so ein... Jetzt hab ich den hier für den Motorrad. Gut, dass du das gesagt hast, Kelly. Was? Wie? Was? Wo? Eine Delle im Zaun, wa? Ach so. Ah. Dankeschön. Stuttgart? Stuttgart? Wo müssen wir denn hin? Ach, die nächste, okay. Ich wäre jetzt hinten rausgefahren, aber okay. Ah. Wee. Wer fährt denn hier Schlangenlinie? Das habe ich genau gesehen, ey. Hä? Ich habe überholt? Überholt. Ja. Ich drück bitte ja den Replay-Button, mein Freund. Ja, das kriegt. Den Schuzi steht sich, wenn er da. Das ist überholt, Manöver. Hui!
Guck mal, wie schnell er runterfahren kann. Guck mal, hier. ...50 waren das aber nicht, ey. Hey, wollen wir jetzt eine Diskussion anfangen wegen 4 km/h? Ich hätte es eher erwartet, wenn du gleich ruhig bist, dann war's bumm. Wieso? Mine. Schatz, fahren müsst gekönnt sein, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen fahren, auf dem Boden können. Wälzen. Ja, sag grad hier richtig, geht hierher, versucht hat hier mal LS zu fahren, ne? Oh, versucht, hört sich interessant an. Erzähl ja mal. Ich hab ihr beigebracht, wie man Feldgruppen tut, ne? Aha. Welche, auch mit dem Logitech, also so wie es hier ist, so wie ich fahre, so habe ich es ja natürlich eingestellt. Ich so. Kann fahren, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Mm, man hat's gesehen, wie das Feld dann aussah. Ah. 500.000 Euro Schaden. Oh. Das ist natürlich viel. Oh, 10. Hast keinen besseren Fahrlehrer gefunden. Waren wohl alle anderen im Urlaub, weil der Sascha auf der Straße war. Oh, Stuttgart haben sie schon geil gemacht, muss ich sagen. Oh, ich bin wieder zu viel in der Weltgeschichte rum. Ja, sorry, ich muss es auch. Es ist so atemberaubend. I love it. I love it. I love it. Ja, Schatz, du musstest ja noch Strafbarkeit machen, deswegen hab ich dir was übrig gelassen. Sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Sag mal kurz meine... Was denn? Der nimmt meinen Auftrag nicht an. Stehst du auch grün drin? Ja. Okay. Und bei mir ist er jetzt weg, dein Hänger. Achso. Ich kann ihn wieder ankoppeln. Zum Glück geht jetzt schon mal. Meinst du wie letzte Woche? Och, nicht schon wieder da hinten hin. Ist das jetzt euer Ernst? Ach ja, habt ihr euch im Schatten, ey. Da muss ich mal mit auf Dispo reden, ey. Jetzt sag bloß, ich hätte euch jetzt da hinten reinfahren können. Ey, nicht dein Ernst jetzt, wirklich jetzt? Oh Mann, ey, toll. Stuttgart steht meine Spedition und... Gespräche mit der Dispo werden grundsätzlich abgelehnt. Sagt der Dispo dann, Dankeschön. Ja, so kriegst du. So werde ich hier behandelt vom Kollegen da. Ei. Aber du mal ab, du. So. Ja, schenk deine.
So. Was haben wir denn noch? Achso, hier steht es ja. Darfst du schon mal die nächste Tour aussuchen, Fanta? So, das rauf. Danach gehen wir vor. Ich komme gleich wieder. Alles klar, Mausi, bis gleich. Habe die Türkei. Türkei.